Morgen zusammen. Moin. Moin. Wir haben uns das beste Wetter ausgesucht, aber nur die Harten kommen in den Vorgarten. Vorgarten beim JJ. So, Experiment abgeschlossen. Mallet-Umbau. Ja, Basti, du bist Zeuge, ne? Ja, lief gut, ne? Mein Dämpfer, der geht wieder. Also ich muss echt sagen, ich habe es umgebaut. Kleines Hinterrad. Hat sich auch super gut angefühlt in Kurven etc. Aber irgendwie hat die hintere Federung nicht mehr funktioniert. Ne? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, ey, du hast zu viel Luftdruck. Hab dann immer Luft abgelassen. Ich sag, das kann doch nicht sein. Und dann hattest du mir dein Prüfgerät gegeben, ne? War der Druckprüfer noch kaputt, ne? Ja. Aussage, das kann nicht sein. Ja, ja, 0,9 und immer noch zu hart. Ja, aber es scheint nicht zu funktionieren. Also Flipchip hatte ich auch ausprobiert. Mal in High und in Low. Hat sich nichts verändert. Also jetzt habe ich wieder 29er Laufrad hinten drin und einen ganz sensibel ansprechenden Hinterbau. Naja. Hat nichts gekostet, außer ein bisschen Nerven. Von daher, alles gut. Ja, heute machen wir ganz easy peasy. Bedingungen angepasst. Genau. Hauptsache raus. Luft ist gut. Rahmen ballern. Genau. Ja, ich freue mich und sag dann mal bis später. Ja, ach, die haben hier die... Krass. Hier war immer so ein Kickerbaum, ey. Weg und sind schärft. Ja, der Basti fährt heute natürlich immer vor, weil er hier zu Hause ist. Da freut er sich gerade nicht so wirklich drüber. Obwohl, schönes Tempo. Da kriegst du direkt mal ein Gefühl für die Bedingungen hier, ne? Ist der Batscher. Oh, Jörg, alles gut? Ah, geil, ich liebe die Bedingung, ey. Siehst du? Wir gehen mal mit dem Köter. Hör mal, Kai, du fehlst heute. Ich kann keinen vorschicken. Die wollen alle nicht vorfahren. Ja, Max Lenz montiert. Ja? Hast du einen Unterschied gesehen? Man sieht ja, die Tiefe. Das war geil. Ne? Also ich muss sagen, wo ich hinter Marcel hergefahren bin, wie geil ich den eingefangen habe. Das war, als ob eine Drohne neben dem Meer fliegt. Auf diesem schnellen Stück dann gegen Ende des Videos, ne, war das richtig geil zu sehen. Also wie ruhig dann. Du hast das Fahrrad in Bewegung gesehen, aber die Kamera war... Also was mir aufgefallen ist, ist wirklich du siehst die Tiefe. Die Tiefe. Ja, und das ist das, was immer bei GoPro scheiße war. Ja. Ne? Dafür fehlt mir jetzt halt ein bisschen Bild nach unten. Okay. Ne, das heißt also, wenn ich jetzt hier im Stehen fahre, hast du ja sonst immer mein Lenk. Nee, geht nicht, dann ist es zu weit runter, weil der ja oben auch was wegnimmt. Ach so. Ah ja, und wenn du zu weit runter hast, dann spackt dann die Horizont. Ja, das ist, wenn ich jetzt so mache. Ich teste genau, das mal eben, Leute. Genau, jetzt, das ist ein Bug auf jeden Fall, wenn ich jetzt nach unten gucke. Dann trotz Horizontalsperre. Genau. Bis er den wieder hat. Richtig. Scheiße bei Stürzen, ne? Ja. Wolltest du vorfahren, Basti? Nein. Ein Gefühl rein. Eigentlich gut zu fahren, die Kurven, ey. Wenn so schön eingefahren sind. Oh, ihr kommt ja alle gut durch. So macht man das. Jetzt habe ich sie schön vor mir.
gut. Bist du vom Baum gefahren? Ja, hat ich auch nicht gesehen. Hab ich gar nicht gesehen, ne? Finger okay? Ja. Aber meine Kette ist weg, ja? Nee, meine Hinterradbremse ist steif. Das war. Was? Nein. Ich hab so gegen den Baum und da ist jetzt Holz drin. Jetzt geht's wieder zurück. Oh, wie geil. So, Bäume sind gefährlich. Guck mal. Ja. Hey, hängt noch ein bisschen drin. Bist mal mit dem Tool. Ja. Bisschen popeln. Ja, lass mal kurz runter auf dem Weg. Perfekt. Perfekt. Ja. Perfekt. Dieser Baum da scheint anscheinend. Hey, stehen bleiben geht halt nicht. Man muss immer nur weiterfahren. Da vorne ist so eine Querwurzel. Ich weiß. Mach die mal weg. Ich hab die doch gerade extra markiert. Ja, sah es. Die ersten Trails haben wir jetzt abgerollt. Ordentlich Spaß gehabt und jetzt geht's weiter auf den anderen Berg hier. Was ist das denn? War das eine Abkürzung oder was? Wir sind den Anfang gleich gefahren, aber dann links gefahren. Ja, kannst du auch machen, aber ist zu kurz. Das war aber auch nicht so schön. Nee, der ist tot. Der ist tot. Ja. Ja, ja. Tiefer Waldboden und ja. Wir können mal gleich. Die Line schon geiler, die wir da. Ja, ja, wir können gleich mal einen suchen, dann zeige ich euch gleich mal, wenn wir hochfahren. Da weiß ich auch noch nicht, wo der Einstieg ist. Müssen wir gleich mal gucken. Doch, ich weiß, wo der Einstieg ist. Wenn wir gleich den Helikoptertrail fahren, dann fahren wir nicht geradeaus durch, sondern links. Und dann kommen wir über so einen Weg drüber. Oben am Kamm links ab schon, meinst du? Ja, 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 jetzt zeige ich dir. So, Basti? Mit? Fahr ruhig vor. Ich will doch nicht. Aber du siehst genauso wenig. Ja, richtig.
Ich brauche einen vor der Cam. Das ist das Problem. Hier oben der Einstieg ist richtig geil hier. Das. Oh, wir haben scheiße gefahren jetzt. Ne, ist richtig, richtig, richtig. Fährst genau drauf zu. Da ist aber eine Kerbe hinterlassen. Pedale? Ja, ja. Schwieriger finde ich die Kurve jetzt gleich. Die jetzt gleich kommt. Diese hier. Warte, ah, jetzt bin ich raus. Warte. Alles gut. Ja. Ja, die musst du ein bisschen mehr Geschwindigkeit, dann kannst du hier schön. Von außen, glaube ich, reinziehen. Ja, ja, wobei, da musst du auf die zwei aufpassen. Ja, tut mir leid, Jungs, ich bin halt einer, ich muss es nochmal machen. Ja, ich war hinter dir, aber du hast ja verkackt, deswegen. Ab nach oben, Kollege. Ab nach oben. Nimm mal den Stein da weg. Oder so. Ja, das ist krass, ne? Könnt's hier noch nicht mal gehen. Wie Schmierseife. Ja. Der JJ zeigt uns jetzt, wie es geht. Ja, perfekt. Genau so. Ja. Nice. Richtig gut. So macht man's. Jetzt haben wir den Hoche mal vor uns, wie Marcello immer sagt. Er bewegt sich auch wie ein Rochen, so elegant und schön, rechts. Er redet nicht mehr mit mir. Er ist beleidigt. Er ist beleidigt. Jetzt wird das schön. Schön scheiße. Ja, ist eine neue Linie. Kein Scheiß. Hier war ich noch nie. Doch. Auf jeden Fall. Wir haben gerade eine extrem knackige S-Kurve genommen. Echt schwer fahrbar. Da haben wir jetzt gesagt, da wollen wir mal gucken, ob wir das noch mal ein bisschen flüssiger hinbekommen. Ne? Wir müssen mal rumkommen. Also ich zweifle. Ja, ich zweifle, aber wir gucken mal. Problem ist, so, Trackwalk. Hier ist das gute Stück. Ich hoffe, das kommt einigermaßen rüber. Du kommst hier leider mit sehr hoher Geschwindigkeit rein, weil es steil ist. Ich habe mir einen Ast ins Auge gepiekst. Wenn wir das jetzt so angucken, ist das böse, ne? Ja. Ah, scheiße. Ja, das ist schon echt hier hardcore, ne? Also für unsere Fähigkeiten auf jeden Fall. Ja, es ist sehr steil, ne? Überall Wurzeln. So, es geht hier um diese Kurve. Also ich würde hier fahren. Hier, nicht mehr hier, weil hier kommst du in den Knick rein, weißt du? Genau, und dann musst du hier fahren. Hier
hier auf der Linie hier. So, warte. So, und da musst du versuchen, hier hochzukommen. Oder du musst über die Wurzel rum. Ist zu eng, für mich zu eng. Also ich muss hier fahren. Ich probier's mal. Hier fahren und dann rein. Ich geh mal hoch, ich probier's mal. Na, ist gut, weil ich muss mein Auge gerade mal reparieren. Da kommt er schon. Ja, perfekt. Ja, genau. Er hat's gepackt, ey. Unfassbar. Unfassbar. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr geil. Er hat's gepackt. Ohne abzusetzen. Komm, Hassi. Und wieder das Vorderrad. Ach, scheiße. Egal. Ist dir wehgetan? Nö. Geklemmt? Ach. Ja, geil. Ja, nice, Sauer Junge. Sehr, gut, sehr, sehr gut, echt. Mein Gott, ey, der hat echt Talent, ne? Ja, auf jeden der Fall. Der macht mir schon Angst. Ist aber da auch echt tricky, weil du musst das Vorderrad und das Hinterrad geht komplett nach innen weg. Ja. Ja, aber die ist schön. Oh. Boah, ist hacklig. Ja, ich hab da für mich schon die Kontrolle verloren, weißt du? Da habe ich schon die Kontrolle verloren. Wenn ich jetzt diesen Rutscher nicht gehabt hätte, hätte ich mehr die Konzentration auf die Kurve gehabt. Wärst du auch nicht so weit rausgekommen da und wärst hier höher. Genau. Ja, P, tut weh, ey. Tränt wie Sau. Das ist das Schlimmste. Ja, tränt halt, ne? Ja. Oh, ich liebe den, ey. I love it. Hey, war ein Double. Ja, hier kannst du eigentlich drüber. Verfehlt. Ja, haben sie zugelegt. Alles okay? Hui! Das meinte ich gerade. Ja. Echt aufpassen. Und die nächsten Bäume sind nicht besser. Geiler, geiler Tag, ey. Ja. Dem schaut gut aus. Viel Spaß, Jungs. Viel Spaß. Thank you.
Macht auch richtig Laune, ne? Oder? Konzentration, schon zu viel heute. Richtig geballert heute. Ja. Nice. Ja, ich merk's. Ja, wir haben es fast geschafft. Rauf geht's nochmal. Wetter ist irgendwie geil. Also, Jungs, ich muss echt sagen, geiler Tag, ey. Ehrlich. Also. So, hier ist diese besagte Schlüsselstelle. Wollt ihr mal gucken? Das Problem ist, alles fahrbar. Heute ist schwierig und er ist echt abgefallen. Ist mega off-camber. Ja. Guck mal, Rainer. Ja gut, na, da trägt dich schön Richtung Baum. Du kannst schon fast besser hier lang fahren. Ja, so. Ja gut. Ein Stegenbaum, ja. Also das tue ich mir jetzt auch nicht an, weil das Problem ist, ja, es ist saugefährlich. Saugefährlich jetzt, ne? Also müssen wir jetzt auch nichts machen. Alles fahrbar sonst. Aber ist auch sehr, sehr ausgewaschen, ey. Jorge, willst du? Junge. Mach ruhig. Wo fährt er denn lang? Okay. Hört? Ich dachte schon hier vorne an der Wurzel ist Ende. Der ist so crazy heute. Heute ist er crazy, ey. Zeigt uns hier die Linien. Oh Scheiße, muss ich auch probieren, ey. Mike. Der ist ja crazy. Da bin ich nie lang gefahren. Ich schaff's auch, komm! Ah, ah. Ah. Da bin ich nie lang gefahren. Da bin ich nie lang gefahren. Nee. Aber gut, war gut. Das kann ich mir merken. Sehr gut. Und am Anfang einmal das Problem mit der Wurzel da. Da hat der Reifen auch einmal Pong. Alter, die sind so crazy, Alter. Die haben den Baum echt modifiziert. Jorge, du kommst nicht mehr zum Stehen, ne? Alter, bist du irre? Warst du noch? Alter, ist der, was ist mit dem heute? Bist du crazy? Was ist mit dir heute? Ich weiß es nicht. Hör mal, du wächst ja, ist ja Wahnsinn. Gestern Lebensversicherung abgeschlossen, oder was? Oh, Alter. Ja, der sieht schon crazy von hier oben aus. Ich brauch das jetzt auch nicht mehr. Leck mich am Arsch. Geil. Der Drop stört nicht. Der Drop steile davor. Stopp, echt. Stopp. Ohne Scheiß, ey. Eier aus Stahl. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Das frag ich mich auch. Hilfe! Ich fahre da nicht runter heute. Ich hab nichts an. So. Ja gut, kannst du eh nicht mehr stehen bleiben, ne? Wenn du, danke. Wenn du zu hart bremst, fällst du aber sowas von übers Vorderrad. Ja, obwohl, der ist machbar. Aber der ist schon, oha, Alter. Mit keiner Geschwindigkeit, mit der hier unten angekommen ist, ne? Bremse offen und nach hinten gelehnt, ne? Was anderes kannst du ja da nicht mehr machen. Das ist Wahnsinn. Gut ab, ey. Ah, geile Linie. Komm mal, ich mit dem Biobike bin ich hier mal lang gefahren. Weißt du, was das Gute ist, dass der hier noch mal so ein bisschen hoch geht? Ja. Der hat noch mal so einen leichten Pop gegeben, weißt du? Respekt.
Bei den Bedingungen, ey, Hut ab. Krasser Typ, ey. Oh, ne, geiler Typ, ne? Dann kommen wir mal von da, glaube ich. Also einen Meter hat der an der höchsten Stelle. Ja, der ist seine Hüfte. Ne, du stehst meine da gerade neben. Hüfte. Also mein 80s in bei mir im Park ist wieder nicht so hoch. Der bist du heute aber über dich recht hinausgewachsen, wa? Auf jeden Fall. Also war dann der krasseste Tag, den ich mit dir erlebt habe. Mega geiler Tag. Also heute hast du echt ein paar dicke Eier gehabt, ey. Ah. Ab nach Hause. Bis bald und zum nächsten Mal. Tschüss.